ein inneres Qi so weit sammeln kann, dass die Haut extrem widerstandsfähig ist. Das heißt, ich werde mir durch den Unterarm... Hallo Kampfkunstfreunde, willkommen bei MMA.TV und heute im Gespräch mit Meister Per Kaufmann. Ja, Per, schön, dass du heute da bist, um uns ein bisschen von dir zu erzählen. Ja, hallo Bernd. Ja, stell dich doch einfach mal vor. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Per Kaufmann, habe glorreiche 46 Lenze auf dem Buckel, betreibe seit ca. 35 Jahren Kampfsport jetzt, mehr in dem Bereich des Koreanischen, also Hapkido-Bereich, ein bisschen in den Taekwondo-Bereich rein, beschäftige mich dann auch mit Waffen, wie zum Beispiel speziell mit den Kugutan. Ja, Per, du hast ja eine sehr beeindruckende Qigong-Vorführung, davon wollen wir mehr erfahren. Ja, ich habe mich, wie gesagt, auf das innere Qi ein bisschen mehr spezialisiert. Das heißt, meine Spezialität, sage ich jetzt mal in dem Fall, ist, dass ich jetzt mein inneres Qi so weit sammeln kann, dass die Haut extrem widerstandsfähig ist. Das heißt, ich werde mir durch den Unterarm, durch die Haut Drähte durchziehen und daran dann einen kleinen Jungen in die Lüfte heben, ohne dass die Haut reißt. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ist eine Wahnsinnsvorführung. Ich habe es schon öfter gesehen. Müsst ihr euch mal angucken. Ja, du bist ja auch in Sachen Kobutan sehr bewandert und ein Experte und hast da ja auch schon etliche Seminare abgehalten, auch in der MAA. Aber da ist ja noch mehr passiert. Was war denn das so? Ja, gerade in den speziellen Bereich wie Kobutan ist jetzt eine DVD auf den Markt gekommen. Nennt sich The Way of Kobutan. Eine sehr interessante DVD, ist jedem zu empfehlen. Wie gesagt, ist im Handel, kann käuflich erworben werden. Auch ist in Arbeit das Buch dazu, The Way of Kobutan. Da sind verschiedene Bilder mit Berichten, wo man sich dann eigentlich sehr leicht zu erlernen ist. Kann ich Ihnen empfehlen. Ja, und das wird ja auch in Deutsch, Englisch, Französisch erscheinen. Und ja, ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Du bist ja auch immer sehr engagiert bei unseren Benefiz-Seminaren. Bist ja andauernd dabei. Und was treibt dich dazu als Referent? Ja, dein Bestes dazu geben. Ja, wie gesagt, also ich bin schon fast regelmäßig beim Martial Arts hier mit dabei als Referent. Und mich fasziniert immer die große Veranstaltung, das Miteinander statt Gegeneinander. Und das ist immer eine, sag ich mal, diese Benefizveranstaltung ist, dass man heißt, es ist nicht für den eigenen Zweck, sondern es ist dafür da, um Leute zu unterstützen, um Kinder zu unterstützen. Und das finde ich ganz toll und da bin ich immer gerne mit dabei. Ja, und das freut uns natürlich, dass du immer dabei bist. Und danke für dieses Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt in unseren Kommentaren und abonniert unseren Kanal. Euer Bernd.